halbe Stunde gewartet, bis ein Rucksack noch kam. Ja, das glaube ich. Der erste Tag in Kathmandu. Ich konnte es irgendwie gar nicht erwarten, auf die Straße zu gehen und Fotos zu machen. Hier ist ein tierisches Gewusel. Und ja, ich bin total gespannt, was die Stadt noch so zu bieten hat. Es ging hier so um 5 Uhr morgens los. Die ersten aufgestanden haben ihre Stände hier aufgebaut. Und ich strutze hier durch die Straßen und hoffe, dass ich gleich überhaupt das Hotel wiederfinde, weil hier auch ein riesen Chaos ist, durch das man sich hier durchbewegt. Aber das macht auch gerade den Reiz aus. Guten Morgen, wir sind jetzt hier aufgewacht in Kathmandu, direkt am Pathan Durbar Square, Weltkulturerbe. Es ist großartig, es ist eine Wahnsinns, für uns, also für mich, Wahnsinnsstimmung. Es ist wuselig, es ist chaotisch, es ist unfassbar schmutzig. Kathmandu ist die dreckigste Stadt der ganzen Welt und es ist einfach nur faszinierend. Und wir gehen jetzt erstmal frühstücken, denn unsere Unterkunft hat 2 Gebäude. Und in einem Gebäude schlafen wir. Da schlafen auch nur wir. Die Zimmer sind alle leer, nur wir sind da. Und wir hatten gestern nach einer extra Matratze gebeten, und haben dann direkt einfach noch ein extra Zimmer bekommen. Total süß. Ja, und genau, die Frühstücksterrasse, da gehen wir jetzt mal hoch. Die ist in einem anderen Gebäude. Namaste! Namaste! Good morning! Ah, wir essen auf der Dachterrasse. Da ist er. Der Pathan Durbar Square. Weltkulturerbe, UNESCO. Und das. Aber so wuselig ist es ja gar nicht. Ja, geh mal in die Seitenstraße. Ah, okay. Wir sind hier im Garten der Träume, The Garden of Dreams von Kathmandu, und man hört draußen total viel Gehupe. Ich weiß nicht, ob es hört. Wir hören es auf jeden Fall. Und hier drin ist es so ein bisschen wie so ein winzig kleines Sanssouci vielleicht. Also es ist total idyllisch, es ist grün, es plätschert das Wasser. Also ein total krasser Kontrast, wenn man gerade so wie wir aus dem Taxi kommt, und verrückt. Jungs haben einen Reiseschacht gefunden in einem Laden, in einem der 100.000 genau gleichen Läden. Sie sind in den ersten Reihen. Hallo, namaste. Welcome in my shop. Thank you. Namaste. Okay. Ah, guck mal. Wow, cool. This is a magnet. Ja, wir sind im ersten großen Tempel. World Heritage. Der Pasupatina-Tempel ist bekannt auch für seine Verbrennungsrituale. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, guck mal, da brennt gerade auch was. Warum machen die den nass? Die waschen den noch. Wir müssen ihn waschen und dann wird er dem Feuer übergeben.
was sagst du? Ja, ist schon beeindruckend hier, ne? Wow, krass. Wer die Toten noch liegen sieht, ne? Und wie findet ihr, dass hier die toten Menschen liegen und gewaschen werden und dann verbrannt werden? Wie ist das für euch? Irgendwie komisch, dass die jetzt tot sind. Also es gehört schon dazu zum Leben. Und dann geht's halt, zerfällt er und dann geht es wieder in die Natur zurück. Mhm. Also im Grab, dann ist man ja in der Natur. Das ist ein Kreislauf, ne? Was aus der Natur kommt, geht in die Natur zurück. Ja, genau, ne? In der Mann. Da ist der drin. Willst du auch den Buddha streicheln? Ich schnupfe schon. Und die Gebetstrommeln. Drehen, 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 drehen. Alle drehen. Aber sanft und liebevoll. Vorbereitet. Es sind eigentlich 17 Grad, aber in der Sonne ist es schon viel wärmer. Deshalb haben wir schon nur noch T-Shirts an. Wir sind auf 1800 Meter. So, übernachtet haben wir im Village View Nagakot. Und jetzt geht's los für uns. Heute werden wir 5 bis 6 Stunden wandern. Hier kommen wir gerade schon an der Schule vorbei. Hallo! Namaste! Namaste! Mülltrennung im öffentlichen Raum. Hier hinten unser Guide Babu. Und hallo! Namaste! Und vorne unser Träger. Wir haben einen kleinen Tagesrucksack dabei und das ist die erste Pause. Papa, ich darf mit Ihnen sprechen. Ja, davon können wir. Papa, das ist aber ein Ohrenstück. Ah, oh, guck mal, hier wird der Tee vorbereitet. Mini-Milk. Gibt's hier Mini-Milk? Ja, da gibt es Milch, da gibt es Kuhs, da kann man. Echt? Es war ziemlich anstrengend, aber dafür haben wir den Ausblick. Jetzt will ich euch zeigen, wo wir lang gelaufen sind. Wir sind
da. Gefahren. Dann haben wir da übernachtet. Dann sind wir gelaufen. Hierher. Und jetzt sind wir hier. Ich habe euch ja eben gezeigt, wo wir lang gelaufen sind. Und 3 Sekunden später hat es angefangen zu regnen. Toll. Jetzt können wir nicht weiter. Was sagst du, Noah? Wie lange waren wir denn unterwegs? Von kurz 8:30, ne? 8:30 sind wir noch in Regenschauer gekommen. Hier ist unser Fahrer. Den haben wir eben angequatscht. Hinten haben sich 4 Leute reingequetscht, weil wir nicht mehr konnten. Wir waren ganz lange unterwegs. Ehrlich? Die vertauchen die Eier. Wir haben ja auch ein neues kleines Ritual entdeckt beim Tracken. Wenn uns nämlich die Puste ausgeht, dann schenken wir uns gegenseitig Energie. Und hier geht die Puste aus, dann nimmst du die Hand und dann kannst du weiterlaufen. Und dann hast du wieder Power. Alten Gasthaus des Klosters mit einem sensationellen Ausblick. Wir kommen gerade aus dem Kloster und sind jetzt auf dem Rückweg nach Patan, Kathmandu, und haben noch einen kleinen Zwischenstopp eingelegt, weil wir ein leckeres Frühstück wollten. Was? Ich hab Hunger. Da kommt was. Oh, nur die Milch. Was? Die Milch kommt. 45 Minuten, sie ist warm. So that's of this 14th century. So none of the pagoda design temple, it got a two-place pinnacles.
It got only one place pinnacle that's on the top. So this is the very this is unique the in this only world. One. Hier waren wir Abendessen. Lecker war es, Jungs, ne? Was sagt ihr zum Abendessen? Sollen wir nochmal hin? Ja. War gut, ne? Schokolade. Oh, ein kleiner Tim. Putzelig, oh. Sieht ja auch cool aus hier. Ja, könnt ihr euch tätowieren lassen? Guten Morgen, es ist 4:45 Uhr. Wir sind alle wach und wir haben heute was ganz Großes vor. Wir haben nämlich einen Rundflug um den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, gebucht. Und der fliegt um 6.30 Uhr für eine Stunde um den Berg herum. Und jetzt genau, sind wir alle schon wach. Guten Morgen! Oh, morgen, es ist noch gar nicht mal morgen. Naja, genau, es ist ja eigentlich noch mitten in der Nacht, ne? Ja. Und seid ihr aufgeregt, den Mount Everest zu sehen? Ja. Ja, Kameras sind eingepackt. Liam, was nimmst du mit? Ich nehme meine Kamera mit. Ja, musst du auch noch suchen. Dann nehme ich die. Ich suche mit meinem Vater. Genau, und das Heißeste ist, wir wollen natürlich schönes Wetter, klare Sicht auf den Berg. Und heute Nacht bin ich irgendwann aufgewacht. Horche und denke, oh, es gewittert. Also es hat gewittert, es hat geregnet. Keine Ahnung, wie die Sicht ist. Vielleicht sehen wir auch gar nichts. Wir werden mal sehen. Also, wir machen uns auf den Weg. Bis gleich. Wo stehen wir hier gerade? Vor Mount Everest Shelter. Mount Everest Shelter. Ja. Müssen mal gucken, ob das Wetter mitspielt. Es hat heute Nacht ordentlich gedonnert, geregnet. Es war noch nass alles. Ich glaube, es ist auch noch bewölkt. Wahrscheinlich werden wir ein bisschen Delay haben. Und wenn wir ganz viel Pech haben, fliegen wir nicht. Aber besser nicht fliegen als gar nicht, als fliegen und nichts sehen. Ne? Ja, guckst du denn hier? Sehen wir da auf. Wir gucken gerade hier die ganzen Gipfel an, die wir dann gleich abfliegen werden. Da sieht man, wie hoch die sind. Und es gibt ein bisschen Text dazu. Mhm. So, es geht los. Hier gehen wir als erstes in ein Büsschen rein zur Startbahn und die Sonne scheint. Wow, sieht so schön aus. So. Here we are with this sunny morning. Stell dir vor, im Flieger sitzen wir doch neben dir. Seid ihr aufgeregt, Jungs? Wir sind auf dem Weg zu unserem Flieger. Das Wetter ist aufgeklärt. Der Flug ist abgebrochen. Liam, willst du auch was sagen? Ist einfach traurig, ne? Jo. So ist es. Wir saßen jetzt im Bus, standen vom Flieger, es sah alles super aus und dann hieß es ja noch 10 Minuten warten und jetzt ist es, der Flug ist gecancelt. Wir sind wieder zurück und gucken mal, ob wir es morgen oder irgendwann die nächsten Tage versuchen können.
schlechtes Wetter. Das kann man hier in den Bergen irgendwie nicht vorhersehen. So ist das. So, wir gehen jetzt Mittagessen in das gleiche Restaurant wie gestern Abend. Das war so super. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie die Restaurants hier aussehen. Namaste! Hello, namaste. Okay, namaste. So, hier ist die erste Etage. Jetzt kommt Etage Nummer 2. Etage Nummer 3. Namaste. Etage Nummer 4. Ab. Und das Rooftop, Etage Nummer 5. Ja, süß hier, ne? Wieder. Ja? Gott. Cool, oder? Gucken wir mal, was es heute so gibt. Was machen wir denn heute? Mount Everest. Mal, diesmal fliegen wir Buddha, ja? Mal gucken, wie das so ist. Ach so. Mama Schafi ist auch dabei. Es geht los. We on board this ATR 32 aircraft. Our flight time will be 1 hour and we check the tank at an altitude of. Langsam besser. Alle fangen an zu fotografieren. Wir sind jetzt alle auf die linke Seite gegangen, weil auf der linken Seite jetzt der Himalaya beginnt. Und ist die Weste bequem? Oh ja, kuschelig. Kuschelig. Ich bin aufgeregt. Ist aufgeregt? Auch genauso wie im Kaffee. Ich freue mich nicht auf den Boot. All of you and welcome to the Whitewater River rafting in Tisili River. Okay, and this river going in the Ganga River. And we take a time on the river like a 2 hour. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier die ganze Zeit drauf bleibe. Oh oh. Mama,
Hause. Ja, auch. Na komm, los geht's. Läuft sie los? Oh ja! Jetzt sieht nach Spaß aus. Sieht gefährlich aus, was? Ja, sieht nach Wasser aus. Oh nein! Du kriegst aber auch immer einiges ab. Ich glaube, wir fliegen von hier. Es ist mal wieder relativ früh am Morgen, die Sonne ist gerade aufgegangen und wir sind im Chitwan Nationalpark. Genau, Chitwan Nationalpark befindet sich im Süden von Nepal und was gibt es hier Wunderbares zu sehen hoffentlich? Nashörner. Wir dafür machen, ist er bekannt, ja. Dafür ist er bekannt, wir machen uns auf die Suche nach Nashörnern heute Morgen. Komm ruhig dazu, Lia. Und ja, sind ganz gespannt. Es gibt auch Tiger. Theoretisch gibt es Tiger, die verstecken sich aber und sind ganz scheu. Ne? Die werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Nee. Genau. Und es gibt, ich sehe gerade, viele Krokodile. Scheinbar sehr, sehr viele Krokodile. Da brauchst du keine Angst zu haben, dreh dich wieder um. Jetzt kommt keins von hinten, ich pass auf. Okay. Ach, ich guck doch nur, ob ich mindestens eins sehe. Lassen uns jetzt in den Park bringen und sind gespannt, wie es da so aussieht. Was hast du schon gesehen? Ein Krokodil. Ehrlich, da hinten? Ja, das ist. Ja, das sind so Einbäume, ne? Den man rüber gefahren wird auf die andere Seite. Und, Liam, hast du Angst vom Boot? Naja. Habt ihr Angst? Guck mal hier. Hier schwimmen die Krokodile so jetzt. Wir wollen die Rhinos sehen. Nashörner gesehen, drei Stück, eins davon richtig, richtig nah. Das war mega. Und heute haben wir eine River Cruise und gucken uns die Krokodile aus nächster Nähe an. Stimmt, Laura? Bist du fit? Es geht los. So, wir gehen die Krokodile besuchen. Haben sich klug an den Unter. Die Jungs freuen sich auf jeden Fall wie Bolle, dass wir jetzt hier bei den Elefanten angekommen sind. Total aufgeregt, sie zu sehen. Und das kann ich total gut verstehen. Ich finde es auch schön, die Tiere zu sehen. Aber in freier Wildbahn ist natürlich noch ein bisschen schöner. Der ist ausgebrochen. Ich glaube, der hat keine Lust mehr, da drin rumzuhängen. Er hat sich alle Gittersterben. Ja.
Verschreckt hier. Wow, wir haben hier einen Rhino gesehen, also ein Nashorn. Das steht jetzt hier, ich weiß gar nicht, 10 Meter entfernt von uns. Oh, es kommt. Ich hab Angst. Hat keinen Bock mehr. Oh, guck mal, da der Beste. Okay, we go. Yes. I think today we saw if you have a lucky pipe. Es ist total crazy, weil das ist, glaube ich, sehr selten, dass man wirklich so viele so nah sieht. Ah, wir sind so glücklich. Nein, wir haben es. Ich habe noch nie einen Elefantenrüssel auf dem Schoß gehabt, also das war schon eine Erfahrung. Das ist krass, weil man hat dem Elefant Geld gegeben und der Elefant hat das Mensch dann, der drauf geritten ist, gegeben. Ja. Er hat sich schön angefühlt, auch der Rüssel, ne? Oder? Hast du gar nicht angefasst? Ich glaube, ich habe ihn angefasst. Ja. Oh, ich sehe einen riesigen Vogel. Wo denn? Da. Wir sind jetzt im Reap Village angekommen und es ist ein wunderschönes kleines Dorf in den nepalesischen Bergen. Man hört nichts außer die Grillen. Wir kriegen jetzt unsere Unterkunft gezeigt und können entscheiden, ob wir zwei Zimmer nehmen oder alle zusammen in eins gehen. Stehen auch schon unsere Rucksäcke. Run! Das ist richtig cool! Ist das nicht der Kracher? Ein wunderschönes Badezimmer. Wow, aber auch tolle, tolle Häuschen hier. Ein ganzes Hühnchen haben die uns hier auf den Tisch gestellt. Oh. Mm, das sieht ja lecker aus. Ganz saß, erst aber nicht im Bauch. Gute Nacht. Thank you.
nach Pokhara. Wieder unseren Fahrer. Der etwas flotter unterwegs ist. Wir haben jetzt endlich ein bisschen Asphalt unter uns. Eben konnte ich noch gar nicht filmen, weil mir wahrscheinlich das Handy zwischen Armaturenbrett und Decke des Autos hin und her geflogen wäre. Das konnte man gar nicht stillhalten. Wir sind jetzt erstmal froh, dass wir hier mal ein paar Meter machen, ohne durchgeschüttelt zu werden. Und es sieht wunderschön aus, ganz tolle Farben hier überall und auch immer wieder kleine Stellen, wo wahrscheinlich in der Monsunzeit ordentlich was runterkommt und die Straße weggerissen wird. So, da war sie wieder. Geschichte, die Asphaltstraße. Wir sind jetzt in Pokhara. Reed Village war auch eine tolle Erfahrung, stimmt's, Jungs? Ja. Hat Spaß gemacht, ne? Mal uns auf die Berge zu gucken. Jetzt sind wir nach Pokhara. Wunderschöne kleine Stadt, große Stadt, aber fühlt sich kleiner klein an. Groß. Klein groß? Ja. Direkt am See. Wir zeigen euch das mal. Da ist der See mit der Friedenspagode drauf. Ja, wo? Da wollen wir gleich mal hinfahren und mal gucken, wie die Aussicht von da oben ist. Wir haben jetzt eine kleine Tour organisiert. Bis ganz nach da oben. Ja, und gehen mal bis ganz nach da oben. Und dann nehmen wir euch direkt mal mit und schauen mal, wie das hier so ist. Bis gleich. Hier ist also unser Guesthaus in Pokhara. Und das Coole an diesem Guesthaus ist, A, dass das Zimmer 10 Euro kostet. Ne? Und B, dass wir nur diesen kleinen Weg hier runterlaufen müssen, der ungefähr 2 Minuten dauert. Und der Besitzer vom Hotel, der ist sehr nett. Der hat gesagt, dass die Taxis hier so teuer sind und er fährt uns stattdessen. Und das ist doch eine gute Sache. Genau. Friedenspagode steht auf dem Plan mit Blick auf den See von der anderen Seite. Und die Shiva-Statue steht auf dem Plan. Wir sind gespannt. Und hier ist übrigens die Straße. Und dahinter seht ihr auch schon den See. Und hier ist unser netter Besitzer. Mit dem Auto fahren wir jetzt ein bisschen rum. Namaste. Ja, es ist wirklich, wirklich heiß. Bin ich ja mal gespannt, wie da oben am Keuchen sind, wenn wir ankommen. Hast du Treppen gezählt? Nein. Nein. Ne? Mini Café Rösterei. Ja, ich. Überall die tibetischen Gebetsflaggen. Teil des Bildes. Klimbim-Läden für die Touristen. Man kann überall irgendwas kaufen, Essen und Trinken. Souvenirs. Oh. Okay. Stimmt. Dann machen wir das Video wohl mal aus. Da ist sie, die Shiva-Statue, die größte Shiva-Statue Nepals. Ich dachte, ich muss auf die Sitzbänke. Warum? Weil das für die Mönche ist, aber dafür kann ich auf den Boden. So, wir sind jetzt hier im Juicery Café, das ist unsere Stammkneipe.
spielen Uno und Noah hat schon seinen Lieblingstoast bekommen. Was bekommst du gleich? Naanbrot. Naanbrot. In echt ist es Pizzateig. Unsere letzten Stunden in Kathmandu. Hier ist das Yala Café neben dem Yala Peak Hotel. Hat uns sehr gut gefallen. Und jetzt gehe ich zur Agentur Trekking Plus, zu Durga, der uns begleitet hat und einen total schönen Aufenthalt für uns in Nepal gestaltet hat. Wir haben mit ihm das Trekking. Namaste. Wir haben mit ihm das Trekking gebucht. Das Rafting, Chitwan Nationalpark und die Transfers hat alles super geklappt. Es war ganz toll. Thank you very much again, Durga. We were so happy with you and whenever we come back, no problem. We will contact you. Yes, it's my great pleasure to have you. Thank you so much. It's my pleasure. And also, I will thank you for choosing our service and being with us. Thank you very much. You're very welcome. Thank you so much. Und Jungs, wie hat's euch gefallen? Gut. Ja, war ganz toll, ne? Klasse. Thank you for being with us. Wow. Yes. Thank you so much for nice meeting with all of you. And then thank you for letting us to organize the trip. Thank you. Hier im Taxi auf dem Weg zum Flughafen ist es etwas enger. Wir kuscheln. Es ist alles gestapelt. Aber wir können auch nicht umfallen oder so. Nee, umfallen geht auch nicht, ne? Airbag haben wir sozusagen jetzt auch dabei. Ja. Worauf freust du dich am meisten nach unserem Mount Everest-Flug? Auf Minecraft spielen! Weil heute, was passiert heute? Heute spielen wir Minecraft. Und zwar ganz besonders früh. Um 10 Uhr morgens. Und ganz besonders lange. Kannst du nicht lachen? Ja. Können wir zwei Schokoladenpudding bestellen? Sollen wir machen. Okay. Ein Dino-Ei. Ein Dino-Ei? Mhm. Hoffe ich. Vielleicht ist es auch nur ein Stein. Dann lass mal brüten. Die jungen Jedis? Okay. Wer bist du, Liam? Ich bin... Warte, Luke. Du bist Luke. Dann bin ich Yoda. Du bist Yoda, okay. Und jetzt sind wir wieder. Volltreffer. Volltreffer. Mal gehen.
dir. Bitte. Passt bei dir. Bitte. Passt bei dir. Eine Pomelo. Das ist so cool. Eine Zusammenfassung. Was macht ihr? Wie hat es gefallen? Ja, hat's. Hat es gelohnt, dass wir aufstehen, Leute? Okay. Ja, das hat sich gelohnt. Ja, das war mega. Ich hatte Pipi in den Augen. Noah, was sagst du? Hat sich das... Hallo. So, und ist die Weste bequem? Oh ja, kuschelig. Was habt ihr hier bekommen, Jungs? Ein Happy Erzählt Birthday. Mal. Ein Brownie. Ein Brownie? Wie schmeckt er denn? Schmeckt es. Genau wie er aussieht. Und wie sieht er aus? Ja. Was steht da? Ganz groß Teile. So, dann gehen wir noch mal in die Toilette. Jungs, was gibt's denn hier? Popcorn zum Abend. Popcorn zum Abend. Bei Utrecht, ja, mir, ja. Entende? Sí, 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 s